herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Zeit für mein, also eigentlich hätte es ein Gassi to go sein sollen, aber ihr seht es draußen, es ist zu dunkel und auch viel zu windig. Heute bin ich einfach nicht zugekommen. Naja, passiert. Ich möchte trotzdem noch zwei Themen in diesem Jahr besprechen, die mir ganz, ganz wichtig sind. Beide ärgern mich total und ich will euch heute mal erzählen, wie ich damit umgehe oder was eine gute Idee ist und ich will natürlich auch hören, was ihr davon denkt. Aber fangen wir vorne an. Heute ist Dienstag und in 3 Tagen, zumindest in Niedersachsen, am Freitag, da gibt es Ferien. Und immer vor den Ferien, da passiert was ganz Wundersames. Nämlich am Donnerstag, aber ganz sicher am Freitag, da werden Schüler krank sein. Ja, krank. Die werden so krank sein, dass ihre Mitschüler das schon vorher wussten, dass sie Freitag oder Donnerstag krank werden, weil sie nämlich in den Urlaub fahren oder fliegen. Und das waren vor ein paar Jahren, waren das noch die absoluten super Ausnahmen. Mittlerweile passiert das immer häufiger. Und man ist da auch ganz ehrlich miteinander, also nicht zu mir, sondern zu den Mitschülern und sagt, naja, Mama oder Papa haben den Urlaub halt schon für Donnerstag gebucht, weil der Flieger am Donnerstagabend für die ganze Familie mal locker 1000 Euro billiger ist, als wenn wir erst am Samstag fliegen, wenn regulärer Ferienbeginn ist. Das kann ich natürlich wirtschaftlich total gut nachvollziehen und natürlich bei knappem Budget ist so ein Tausender einzusparen einfach mal eine super Sache. Klar ist das toll. Nur muss ich sagen, auf der anderen Seite ist das einfach unfassbar ungerecht, weil alle anderen, die sich nämlich an die Spielregeln halten und dann eben erst am ersten Ferientag in den Urlaub fahren oder fliegen, die sind dann die Dummen. Und hier siegt Dreistigkeit, das kann man nicht anders sagen. Und dann muss man dann noch wieder sagen, dass im Föderalismus in Deutschland das ja auch sehr unterschiedlich ist. Während zum Beispiel in einigen Bundesländern die Polizei an den Flughäfen kontrolliert und gezielt auch Familien mit vermeintlich schulpflichtigen Kindern anspricht und auch Strafen verteilt, wenn man eben nicht die Bescheinigung vom Schulleiter vorlegen kann, gibt es andere Bundesländer, die sagen wir mal sagen, dass sie zu wenig Personal haben, um das Ganze zu überprüfen. Für mich sehr, sehr unbefriedigend, weil ganz einfach der Eindruck entsteht, dass das irgendwie so, ja, so geduldet wird. Und dann kommt von den Eltern auch immer wieder die gleiche Ausrede, so von wegen so, naja, am letzten Schultag passiert doch eh nichts mehr. Ne? Die Arbeiten sind geschrieben, ist doch egal, wenn mein Sohn oder meine Tochter dann entsprechend einen Tag früher weg ist. Und da muss man sagen, das stimmt so nicht. Auch der letzte Schultag gehört mit zum Unterricht. Und wenn da eben eine Weihnachtsfeier stattfindet, dann verpasst man da möglicherweise vielleicht keinen Unterrichtsstoff mehr. Und trotzdem gehört das zum Schulleben dazu. Und das geht einfach nicht. Und hier möchte ich nochmal an alle appellieren, Leute, das ist einfach unfassbar unfair. Und ich glaube, wenn man das in den Griff bekommen möchte, dann muss man einfach dafür sorgen, dass A, Ärzte, wenn das mal so ist, eben einfach diese Krankschreibung nicht rausrücken, wenn das so offensichtlich ist. Und B, dass an Flughäfen oder auch sonst wo so hart wirklich überprüft und untersucht wird, dass die Strafen so bestialisch hoch sind, dass das wieder abgeschaltet wird. Weil im Moment, so haben es mir mehrere Eltern berichtet, lohnt sich das. Selbst wenn man die Strafe kassiert, ist der Flug so viel günstiger, dass man das Ganze macht. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Das soll aber nur das erste Thema sein. Ein zweites Thema, was besonders häufig im Dezember auftritt, das ist die Geschichte mit dem taktischen Fehlen. Wisst ihr, was taktisches Fehlen ist? Ich hoffe nicht, deswegen erkläre ich es kurz. Es gibt immer mal wieder Schülerinnen und Schüler, aber besonders gerne auch Studenten, die fehlen dann immer bei der jeweils nachfolgenden zweiten Prüfung. Die sind dann einfach krank, ne? Klar. Vielleicht auch mit einem ärztlichen Attest und schreiben dann die Arbeit top vorbereitet, eine Woche später oder ein paar Tage später einfach nach. So, hört sich erstmal an nach einem ganz normalen Vorgehen. Es gibt aber dann doch das ein oder andere Muster bei verschiedenen Schülern, wo man ganz einfach sagen muss, okay, guck mal hier, der oder diejenige verschafft sich einen taktischen Vorteil. Während also die ganze Klasse eben dann, ich sag mal, Montag, Mittwoch und Freitag jeweils eine Arbeit im Hauptfach schreibt und alle eben streng getaktet sind, zieht sich da irgendjemand die Mittwochsklausur raus, ist krank, kann sich also in aller Ruhe auf die Klausur am Freitag vorbereiten und geht dann davon aus, dass er möglicherweise an der Folgewoche Montag, Dienstag oder Mittwoch die Arbeit nachschreibt und hat natürlich viel mehr Vorbereitungszeit als alle anderen.
So, und da sind wir jetzt genauso wie gerade eben beim Fliegen wieder mit der Frage, tja, ist das unverschämt oder ist das taktisch klug? Aber auf jeden Fall ist es ungerecht, nämlich ungerecht gegenüber denjenigen, die nämlich wieder sich brav an die Regeln gehalten haben. Also ihr erkennt das Muster und jetzt erkennt ihr wahrscheinlich auch, warum ich das zusammen in ein Video packe, weil ich mich da schon drüber ärgere. Und jetzt habe ich, und das finde ich ganz interessant, von einer Schule gelesen, die geht da neue Wege. Und zwar haben die sich überlegt, dass die in Zukunft, wenn jemand krank war, die Nachschreibetermine grundsätzlich, also Achtung, grundsätzlich und ausschließlich nur noch an Samstagen machen. Das heißt also, hast du eine Klausur gefehlt, dann schreibst du direkt am Samstag nach. Da samstags kein Unterricht stattfindet, haben die Kollegen und Kolleginnen dieser Schule sich dazu verpflichtet, freiwillig, ne, freiwillig, ist immer ein Kollege oder zwei von denen am Samstag in der Schule und dann wird da, ich glaube, von 8 bis 10 Uhr können da Klausuren nachgeschrieben werden. Die werden entsprechend angemeldet, damit dann derjenige Lehrer auch weiß, welcher Schüler welche Arbeit schreibt. Dann gibt es da 2 Stunden Aufsicht, die Arbeiten werden eingesammelt und dann wird das Ganze durchkorrigiert. Das hat an dieser besagten Schule, so habe ich es gelesen, zu einer interessanten Sache geführt. Dort sind auf einmal deutlich weniger Kinder krank bei Klassenarbeiten. Muss man drüber nachdenken. Und ich glaube, das verändert sich auch so ein bisschen, wenn man sowieso schon mal weiß, dass man auf jeden Fall nachschreiben muss. Es gibt ja immer und wieder, gerade kurz vor Zeugniskonferenzen und so, diese Momente, wo man einfach keinen Zeitraum mehr findet, dass noch ein Schüler nachschreibt. Da sind wir bei diesem taktischen Fehlen. Also gewiefte Schüler und Schülerinnen, die wissen dann, aha, wenn ich da krank bin, dann kann ich in der Folgewoche nicht nachschreiben und dann brauche ich für die letzte Arbeit nicht mehr lernen. Ich habe schon 2 Zweier vorgelegt, dann habe ich die 2 auf dem Zeugnis. Ja, ihr könnt euch das nicht vorstellen, doch, sowas gibt es. Und die Schule, und ich glaube, es sind auch mehrere Schulen, aber ich habe es nur von einer gelesen, die machen das jetzt rigoros. Jeden Samstag wird dort nachgeschrieben. Und ich muss sagen, das gefällt mir so gut, das ist eine so schön charmante Idee, da muss ich sagen, das könnte ich mir auch vorstellen. Nachschreiben grundsätzlich samstags. Nimmt auch in der Woche so ein bisschen Stress raus. So, und das soll es von mir heute gewesen sein. Ihr seht übrigens da hinten, ne, ich kürze mal so, seht ihr es? Da sind die letzten Züge von meinem Auto. Also bald ist es fertig. Ich bin noch fleißig dabei und in den Ferien werde ich dann auch wieder ein paar mehr von diesen kleinen Autos-Videos machen. Ich habe noch so ein paar Technik-Sachen, ne? Da auf dem gelben Zettel, da stehen auch schon so erste Gedanken, was ich noch so machen muss und so weiter. Aber wollte ich jetzt gar nicht von erzählen. Also, ich will von euch 2 Sachen wissen. Erstens, wie steht ihr zu dem, ich gehe mal früher in die Ferien? Ist das klug oder unverschämt? Und die zweite Frage ist, wie findet ihr das mit Samstags Nachschreiben? Ist das eine faire Geschichte? Oder sagt ihr, oh Gott, das geht ja gar nicht? Und was meint ihr, wie würde das bei eurer Schule funktionieren, wenn man auf einmal Samstags nachschreiben würde? So, ich habe alles im Kasten. Das soll es von mir gewesen sein. Okay? Das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.